hinten strömt dann Fuchs rum. Und ich hoffe doch, dass ich den noch gut fotografieren kann. Ich bin heute wieder mal vor Sonnenaufgang unterwegs, um den Fuchs zu finden und zu beobachten. Und ich hatte euch ja die letzten Tage schon erzählt, dass ich hier in der Gegend einen Fuchs gefunden habe. Und heute Morgen habe ich mich hier herbegeben, um zu beobachten, welche Routen der Fuchs läuft und wo der ja sein Futter fängt. Und als erstes bin ich heute Morgen da hinten angelaufen und habe schon gesehen, dass der hier vorne auf dieser Wiese sich aufhält und dort jagt. Und dann habe ich die Windrichtung mal bestimmt und habe gemerkt, okay, der Wind, der geht genau in die Richtung. Und der Fuchs hatte mich wohl auch gewittert. Der war dann erstmal wieder weg. Dann bin ich hier im großen Bogen hier rumgelaufen, habe mich an die Stelle begeben, wo ich jetzt bin. Und habe den Fuchs hier schon mehrfach beobachtet. Also der kommt ab und zu mal raus, kommt dann hier auf diese Wiese und jagt dann wieder. Ja, heute Morgen ist ziemlich starker Nebel. Das schränkt natürlich auch ein bisschen das Wärmebildgerät ein. Also durch den Nebel geht es nicht ganz so gut. Es geht zwar, man erkennt ein bisschen was, aber es schränkt schon ein. Muss man schon genau gucken und auf Bewegungen hier im Wärmebild achten, dass man dann auch entsprechend das Tier sieht. Aber man hat es erkannt, dass es ein Fuchs war. Und vielleicht ist er gerade wieder da hinten. Ja, aktuell ist nichts zu sehen. Ist ziemlich ruhig. Ja, ist auch ziemlich kalt. Also Vorteil bei so einem Wetter natürlich. Die Futtersuche gestaltet sich viel schwieriger. Und aufgrund dessen sind die Tiere dann natürlich auch entsprechend länger unterwegs, um sich ihr Futter zu suchen. Wie ihr seht, bin ich überhaupt gar nicht getarnt. Aber ich habe schon gemerkt, der Fuchs, der kommt da hinten trotzdem raus. Und der ist da völlig beschäftigt mit seiner Futtersuche. Zum Fotografieren und Filmen ist es einfach noch zu dunkel gewesen. Und jetzt hoffe ich doch, dass er hier nochmal rauskommt. Und ich vielleicht doch noch das eine oder andere Bild bekomme. Das wird zwar jetzt kein Highlight-Bild, wenn dann doch ein Fuchs kommt oder wenn der Fuchs wieder rauskommt. Aber zu dokumentarischen Zwecken ist das allemal gut geeignet. Ja, gerade jetzt bei solchen Verhältnissen, bei solchen Wetterverhältnissen, kann man tatsächlich rausgehen auf Spurensuche, weil man sieht die Spuren viel, viel besser, gerade im Schnee. Erkennt man da viel besser die Spuren und kann daraus auch ableiten, ja, welche Wege die gehen, wo die gern jagen, um dann ja, entsprechend die Verhaltensweisen kennenzulernen und dann auch ja, am besten noch gute Bilder zu bekommen. Und jetzt ist wie immer Warten angesagt. Ja, gerade beim Ansitzen oder in der Wildlife-Fotografie sollte man sich ja ruhig verhalten und zum ruhig Verhalten zählt natürlich auch, dass man ja, sich nicht so oft bewegt. Aber bei minus 10 Grad, so wie jetzt, wenn man sich nicht bewegt, ja, dann werden die Füße schnell kalt. Ja, und muss mal gucken, dass ich dann doch mich ein bisschen bewege vielleicht. Ja, jetzt wird es doch ganz schön kalt. Der Fuchs ist jetzt gerade nicht nochmal rausgekommen, aber ich werde jetzt das schöne Wetter noch nutzen. Also das schöne Wetter, minus 10 Grad, Nebel und jetzt sammelt sich der ganze Frost an den Pflanzen und das will ich noch ein bisschen schön einfangen. Ich will da noch ein paar schöne Bilder machen von dem Frost und da kommt er einfach mit.
Ja, also hier, die Äste hier, die sind alle super mit Reif besetzt und da kann man tatsächlich schöne Bilder machen. Aber hier hinten, da habe ich einen ziemlich großen Baum gesehen, den da. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr ihn jetzt erkennt. Also da hinten, da, diesen Baum, der steht so ein bisschen einzeln und den versuche ich jetzt einfach mal schön in Szene zu setzen, weil der schön frei steht. Und da oben, da sitzt sogar noch ein Kormoran oben drin. Aber den werden wir dann wahrscheinlich auf dem Bild nicht sehen. Okay, ich pack mal aus. Ja, wie ihr seht, habe ich heute den kleinen Rucksack mit. In dem kleinen Rucksack habe ich jetzt das 150 bis 500 von Sigma, das Teleobjektiv und ein Makro habe ich noch mit und das 105, andersrum das 35 mit 105 mm Zoom-Objektiv. Das habe ich jetzt hier gerade drauf und mit dem werde ich jetzt mal gucken, ob ich das jetzt gut in Szene setzen kann, ob das ohne Stativ so funktioniert. So, jetzt machen wir erstmal die Handschlaufe ab. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. Und dann gucken wir doch mal, was wir hier machen können. So. Okay. Ja, jetzt habe ich hier auf der linken Seite, auf der rechten Seite hier dieses, ja, diesen Weg, wo diese gefrorene, ja, Pfütze, so nenne ich das mal, drin ist. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Ansonsten ist das schon ziemlich super. Ich gehe jetzt noch ein Stück nach links, dass das hier aus dem Bild raus ist, weil wenn das in Richtung Baum führen würde, wäre das viel schöner. Aber das führt so am Baum vorbei, kann ich als führende Linie so nicht nutzen. Deswegen will ich den Baum wirklich einzeln stehen haben und ich gucke dann mal, dass ich dort entsprechend die Kontraste dann in der Nacharbeitung vielleicht noch ein bisschen hochziehe, um dann ja ein schönes Schwarz-Weiß-Bild zu kriegen oder ja eine schöne winterliche Stimmung zu kriegen. Okay, aber jetzt gehe ich erstmal ein Stückchen nach links. Ja, was mir jetzt noch nicht so gefällt, da drüben, da ist so ein kleiner Busch, der ein bisschen nah da dran steht. Den werde ich aber gar nicht wegbekommen. Ich probiere trotzdem mal. Ja, von hier aus sieht es schon gut aus. Ja, jetzt fehlt noch so ein bisschen was. Guck mal, ob das weiter unten besser ist. Ja, so sieht es schon ganz gut aus. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt einstellen hier. So, gucken wir mal. Also ISO 100 habe ich eingestellt und ja, also das Bild wirkt jetzt natürlich ziemlich flach. Das muss ich dann in der Nachbearbeitung, muss ich da die Kontraste noch ein bisschen anziehen, damit es schön zur Geltung kommt. Aber jetzt hier in dieser Nebelstimmung und dem ja so halbwegs vereisten Baum, das sieht schon ganz gut aus. Ich nehme den Baum jetzt so ein bisschen ins rechte Drittel und habe jetzt ungefähr 50 mm Brennweite aus dieser Entfernung. Das ist vollkommen ausreichend. Habe jetzt Blende 9 und eine 160 Sekunde Verschlusszeit. Und so gefällt mir das schon ganz gut. Ah, hier vorne, da ist ja auch noch so ein toller hier, ihr seht es vielleicht, ja, so ein Halm, der hier von allen Seiten
schön mit Eis besetzt ist. Dann gucken wir doch mal, wie wir den jetzt hier. Ja, das ist zu hoch. Und da ich so dick angezogen bin, bin ich heute tatsächlich ein bisschen unbeweglich. Deshalb machen wir das mal so hier. So. Gucken wir doch mal, ob wir den hier noch gut reinkriegen. Okay. Müssen wir hier ein bisschen was verstellen. Also, jetzt stellen wir mal ein, Blende 4. Hier den Hintergrund noch so mit drauf. Ja, dann machen wir mal eine Höhe. Ah, so ist gut. Okay, also, ich habe jetzt eine ziemlich hohe Brennweite, also die höchste, die ich hier einstellen kann. 105 mm. Mach den jetzt wieder ins rechte Drittel. Der Hintergrund, der ist ziemlich verschwommen, also ziemlich aufgelöst. Und habe jetzt eine 320stel Verschlusszeit, ISO 100. Und der Belichtungsmesser, der zeigt mir jetzt natürlich Überbelichtung an, logischerweise, weil hier alles weiß ist. Aber da darf man sich nicht irritieren lassen. Gerade wenn das alles so extrem weiß ist, dann kann der Belichtungsmesser natürlich da ja nicht mehr so entscheiden. Also der Belichtungsmesser, der nimmt ja je nachdem, was eingestellt ist. Bei mir ist jetzt eingestellt, dass der sozusagen vom gesamten Bild die Belichtung misst. Und dann guckt er natürlich, dass der dort ja ein neutrales Grau, 18% waren es, glaube ich, dort also den Mittelwert aller Helligkeiten da im gesamten Bild, wenn das 18% Helligkeit ergibt, dann ist das so sein Wert. Und mit Automatik würden wir hier absolut nicht klarkommen. Da müssten wir den Belichtungsregler nach unten drehen. Ich habe das jetzt alles manuell eingestellt und wie gesagt, bei mir zeigt er jetzt an, ja, eine Belichtungsstufe überbelichtet, finde ich sogar noch ein bisschen dunkel. Das heißt, ich mache die Verschlusszeit noch ein bisschen zu. Die Verschlusszeit noch ein bisschen länger. Habe jetzt eine 250stel Verschlusszeit, ISO 100, Blende 4 und lichte das hier schön ab. Ja, man könnte jetzt noch mit dem Makro rangehen. Das Makro habe ich ja auch im Kofferraum, genau. Habe ich auch in meinem Kofferraum, der jetzt da drüben steht. Ja, das passt so. Okay, gut, jetzt gehe ich mal zurück und guck da noch mal, ob ich noch andere schöne, ja, winterliche Motive finde. Ja, schaut euch mal diese Blätter an. Total toll. Die haben hier am Rand ja diesen Frost. Ne, hier sieht man es auch ganz schön und das versuche ich da jetzt tatsächlich mal hier super ins Bild zu kriegen. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich vielleicht sogar noch das Makro raushole, um das dann entsprechend zu fotografieren. Und die Blätter, die sehen so toll aus hier in dem Schnee. So, jetzt muss ich erstmal das Bild einrichten. Okay, so, ich gehe mal hier auf Blende 5,6, dass ich da ein bisschen mehr scharf habe. Ich bin ja ziemlich nah ran, habe jetzt hier auch ja eine ziemlich hohe Brennweite wieder eingestellt, 105 mm, damit ich den Hintergrund schön aufgelöst bekomme oder etwas mehr aufgelöst bekomme, der ja hier ziemlich dicht ist, und versuche jetzt das gut hier rein zu bekommen.
So, da haben wir hier ISO 100, eine 250. Sekunde Verschlusszeit und Blende 5,6. Ah, das sieht sehr schön aus. Okay, ich gehe jetzt noch mal ein Stück hier rum. Gucke noch mal, wie das von hier aus aussieht. Super. Super, so gefällt mir das gut. Jetzt habe ich natürlich den Hintergrund sogar noch ja, ziemlich weit weg. Und da kann man schöne Bilder machen. Das sieht richtig. Das gefällt mir sehr gut. Ja, ihr merkt, ich mache immer ein paar mehr Bilder, damit ich dann sozusagen in der Nachbearbeitung mir da das Beste raussuchen kann. Und ja, das ist ja wunderschön. Das ist wirklich wunderschön mit dem Hintergrund. Super aufgelöst. Ja, also der Ast jetzt hier, der geht von oben links nach unten rechts im Bild und in, ja, im linken oberen Drittel schön die Blätter, die ja in die Mitte des Bildes reingucken. Was habe ich eingestellt? Blende 5,6. Ich gehe nochmal auf 6,3. So, ISO 100. Und jetzt gucken wir nochmal. Belichtung. Okay. Regeln wir mal runter. Eine 160. Sekunde. Verschlusszeit. Super. Ich gehe noch ein Stück zurück, damit wir noch ein bisschen mehr in dem Bild haben. Ja, jetzt ist hier unten der Ast, da stört mich ein kleines bisschen. Mal gucken, ob ich den hier ganz vorsichtig wegbekomme. Weil ich will ja jetzt hier nicht den ganzen Frost abschütteln, was mir wahrscheinlich gar nicht so gelingt. Ja, das wird jetzt gerade auch ein bisschen schwierig. Da sind natürlich Dornen dran. Nein, nee, da mache ich den ganzen Frost ab. Das will ich jetzt nicht. Dann kann ich nicht so weit zurückgehen. Okay, also gucken wir noch mal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also Blende 3,6, eine 160. Sekunde Verschlusszeit, ISO 100, der Hintergrund super aufgelöst. So gefällt mir das richtig gut. Ja, okay, gucken wir mal weiter. Wir finden noch bestimmt noch weitere schöne Motive. Also eigentlich kann man hier überall gucken. Hier unten, da ist ja eine Brennnessel. Die sieht auch total super aus. Gucken wir mal von der anderen Seite wieder. Und die kriegt man bestimmt auch noch schön rein. Ja, hier die Brennnessel hier vorne. Da müssen wir mal wieder das Display anklappen, weil ich nicht so weit runterkomme. So dick, wie ich angezogen bin. Und da gucken wir doch mal, wie wir die Brennnessel. Oh ja, das sieht gut aus. So, also die Brennnessel von mir aus guckt jetzt oben ein Stückchen nach rechts, deswegen nehme ich die in den linken Bereich, so dass die ein bisschen in ein Bild reinguckt. Und habe jetzt hier eingestellt, ISO 100, Blende 5,6 und können wir ein Stück zurückgehen. Blende 5,6, eine 160. Sekunde Verschlusszeit, laut Belichtungsmesser eine Stufe überbelichtet. Aber wie schon gesagt, jetzt ist hier ja alles weiß und da muss man schon ja, ein bisschen überbelichtet fotografieren. Ansonsten wird das Bild zu dunkel. Ne? Also es ist ja alles weiß und das ist eben, wenn man mit Schnee fotografiert oder im Schnee fotografiert, dann macht die Bilder einfach ein bisschen heller. Und dann sieht es auch gut aus. Ja, hier, da haben wir wieder
sind schöne Blätter, die sind ein bisschen kleiner als die, die ich vorhin fotografiert hatte. Und die will ich jetzt so fotografieren, dass es ein bisschen in die Tiefe geht. Also das heißt, ich habe mir hier ein paar Blätter rausgesucht, die ziemlich weit vorn sind. Und rechts daneben sind welche, die sind noch ein Stückchen weiter vorn. Und links sind welche, die sind weiter hinten. So, dass wir da ein bisschen Tiefe ins Bild reinbekommen. Und das will ich jetzt mal hier schön fotografieren. Also, da müssen wir mal gucken. Hier ist noch so ein Ast, der gefällt mir nicht. Versuchen wir den mal wieder so ein bisschen abzumachen, ohne dass wir den ganzen Frost runterschütteln. Ja, so sieht es schon besser aus. Ja, der Hintergrund ist jetzt nicht so toll aufgelöst. Jetzt gucken wir noch mal. Also, ich habe jetzt hier Blende 7,1. Ich gehe noch mal ein Stückchen weiter runter. Ich gucke mal mit Blende 5. Blende 5. Und da ist der Hintergrund ja schon ein bisschen besser aufgelöst. So, 105 mm. Blende 5. Sehr schön. Und eine 1/160 Sekunde Verschlusszeit. Belichtung. Belichtungsmesser hat es tatsächlich 0 angezeigt. Hier, der Hintergrund ist jetzt nicht so weiß. Also alles super. Passt. Und hier, ne, ihr seht es hier. Also das sieht so wunderbar aus hier. Ja, also hier, wie der Frost hier an den Ästen da lang geht. Gucken wir mal, ob wir das andere irgendwie eingefangen kriegen. Ja, da ist der Hintergrund jetzt ein bisschen unruhig. Ja, vielleicht von der Seite. Probier es mal von der Seite. Ja, da ist der Frost nicht so. Aber das geht. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen gucken hier. Also der Ast geht jetzt im Bild von unten links nach oben rechts. Geht da schön rein. Und hier oben habe ich noch einen, der mich ein bisschen stört hier. Kriegen wir dann ein Stückchen rüber. Ja, da haben wir es noch ein Stück rüber gemacht. So, okay. Also von unten links nach oben rechts. Das wackelt jetzt, weil ich hier ein bisschen wackel. Gucken wir mal, gehen wir noch ein Stückchen hier rüber nach links, damit der Hintergrund ein bisschen besser wirkt. So, da können wir auch Blende 4 machen. Eine 320. Verschlusszeit. Sehr schön. Und wieder überbelichtet, weil hier im Hintergrund, ja, da ist der Schnee. Okay. Sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Ja, kann man stundenlang fotografieren, ne? Hier oben, ihr seht es vielleicht ein bisschen, da sind die Äste so gerillt oder andersrum. Das sind so Blätter, die so gekringelt sind, die hier runtergehen. Und das kann man natürlich auch super schön fotografieren. Also an so einem Morgen, da kann man sich hier Stunden in der Natur aufhalten, um einfach nur entsprechende Bilder zu machen. Man muss ja nicht immer Tiere fotografieren, ne? Und da ploppt irgendwo ein Specht. Da rechts hinten klopft irgendwo ein Specht. Ja, hier ist vorhin ein Silberreiher gewesen. Da oben war vorhin der Kormoran. Ja, einen Fuchs habe ich auch schon gesehen. Gibt es genügend zu sehen. Ja, wie ihr gesehen habt, kann man gerade bei Nebel und Minusgraden super tolle Bilder machen. Es finden sich überall Motive. Und ich denke mal, ich bin heute noch lange nicht fertig damit. Ich hoffe, ihr konntet wieder das mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.